wollen wissen, wie diese Musik gelebt hat und warum diese Musik uns heute so fasziniert und packt. Heute Abend erleben Sie eine Weltpremiere, nicht nur dieses Programms, sondern auch dieses Orchesters. Ich war immer interessiert von diesen Sammlungen, die in der Universität sind, von diesen Musikalien, die unbekannt sind, die schlafen in dieser Universität und die verdienen, gespielt zu werden. Deswegen kam ich auf diese Idee, wir müssen diese Musik wieder zum Leben bringen und da machen wir ein Orchester. Wir haben jetzt ein Orchester, die ähnlich wie das Orchester von Steinfurt aus ganz Europa kommt. Herr Ventura hatte die Idee, dass man eben diese drei Musikaliensammlungen, die wir hier an der ULB Münster versammelt haben, dafür nutzen könnte. Das ist natürlich goldrichtig, weil die in diesem Ambiente ja auch gespielt worden ist zur Originalzeit. Das beste Beispiel ist eben das Banjo mit den öffentlich zugänglichen Symphoniekonzerten, eben der Grafen zu Bentheim und Steinfurt. Er hat sich dann an die Musikwissenschaft in Münster, also ans Musikwissenschaftliche Institut gewandt und dort nachgefragt, wer an den Beständen forscht. Das war meine Wenigkeit. Und daraus ist bei den beiden die Idee entstanden, daraus eine Konzertreihe werden zu lassen, dafür ein Orchester zu gründen. Die Banjo-Konzertgalerie der Grafen zu Bentheim und Steinfurt ist unter den Grafen Karl und Ludwig 1774 vollendet worden, im französischen Stil. Sie sehen das Interieur eben im Louis-XVI-Stil. Das Ganze ist natürlich, wenn Sie an das Schloss Nordkirchen denken, noch deutlicher zu sehen in der Architektur. Grundsätzlich wichtig ist aber, dass dieser französische Bezug, wie wir ihn hier so schön an der Architektur sehen können, für die Musikgeschichte Westfalens im 18. Jahrhundert auch charakteristisch ist. Das heißt also, man hat Musik gesammelt in diesen Jahren. Was mich am meisten fasziniert, ist diese Tatsache, dass diese Adelshöfe hier in Westfalen so tollen Verbindungen, Kontakte mit ganz Europa hatten. Und insbesondere mit Frankreich, aber auch mit Italien, mit Böhmen. Und die Verbindungen auch in musikalischer Hinsicht sind sehr, sehr eng mit dem ganzen Europa. Sie sind eben gereist, um Sänger zu hören und Musiker zu hören und Musikalien zu kaufen und haben immer alles detailliert dokumentiert. Die großbesetzten Sachen, um die hat sich bislang tatsächlich noch relativ selten jemand gekümmert, weil es sehr viel schwieriger ist, ein Barockorchester einfach mal so auf diese unbekannte Musik anzusetzen. Und genau an diesem Punkt setzt das Projekt, glaube ich, von La Fonte an. Man hat diese Konzerthalle ja nicht zum Spaß aufgesetzt, sondern man hat das gemacht, um die großen drei Pariser Konzertreihen für sinfonische Musik, nämlich die Concert Spirituel, die Concert des Amateurs und die Concert de la Loge Olympique, praktisch nach Westfalen zu transferieren. Die Grafen haben ein Orchester gegründet, und die angeblich sehr, sehr gut sein sollte. Eigentlich schon von der Größe her war ein Orchester, die größer war als das Orchester, was Haydn hat in Esterhazy. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die Geschichte von Haydn und bei Esterhazy gelesen habe, habe ich sehr viele Parallele gefunden zwischen das Musikleben und das Kulturleben in Steinfurt und dem Musikkulturleben in Esterhazy. Auch in Esterhazy hatten sie diese Park mit sehr vielen Attraktionen, so wie eine Art von Disneyland 18. Jahrhundert, wo die Musik eine größere Rolle spielte.
Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass sich das Ganze würde mit einem Orchester sogar wiederbeleben lassen. Das war für uns natürlich eine ganz, ganz große Freude, dass wir da gesehen haben, wir können das Material endlich vom Staub der Vergangenheit befreien. Wir können es wirklich mal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder rücken. Denn was hier in Westfalen geschehen ist, war ja vergleichbar mit Hofkapellen wie in Mannheim zum Beispiel oder in München oder in Karlsruhe so etwas. Also wirklich Zentren der Musikgeschichte, die wirklich in der Zeit um 1750 wichtig waren. Und da spielt natürlich tatsächlich auch Burg Steinfurt eine herausragende Rolle in diesem Zusammenhang, weil die Banjo-Konzerte tatsächlich überregional bis europaweit bekannt waren. Also das war hier keine kleine Sache in der Provinz. Aus diesem Material, was wir haben, wir versuchen, Programme zusammenzustellen, die ein Konzept haben, ein einheitliches Konzept. In dem Fall dieses Konzert mit über Paris. Alle vier Stücke, die wir in diesem Programm spielen, sind Stücke, die eine Verbindung zum Paris haben und sind alle Stücke, die in den Sammlungen von Steinfurt in der Bibliothek liegen, und wir sind sicher, dass diese Stücke damals gespielt wurden. Wir haben die Einzelstimmen der einzelnen Instrumente. Aus diesen Einzelstimmen muss man sich eine Idee machen, ist das Stück gut, es lohnt sich, dieses Stück aufzuführen. Und dann werden aus den Stimmen wird eine Partitur zusammengesetzt, was unsere Dramaturg, der Musikwissenschaftler Daniel Glowitz, wunderbar macht. Er stellt eine Partitur auf Basis dieser Stimmen. Das jetzt eben wirklich in Klang zu verwandeln, ist eigentlich das Schöne an diesem Projekt. Und da greifen alle Hände ineinander. Hier kommen zwei Dinge zusammen, die einzigartig sind. Einerseits wird in der Musikwissenschaft die alte Musik erschlossen und wissenschaftlich aufbereitet. Und andererseits hat Fabrizio Ventura das Orchester La Fonte gegründet, was diese Musik hier ausführt. Es ist so, dass die Stücke, die aufgeführt werden, alle einen Bezug haben zu den westfälischen Adelshöfen. So hören wir heute ein Stück mit François Lazarevich an der Traversflöte, was in diesen Adelshöfen von einem Grafen aufgeführt worden ist. Also eine wunderbare Mischung aus musikwissenschaftlicher Aufarbeitung, was mir als Professor dieser Universität natürlich ganz besonders am Herzen liegt, und diesem tollen Orchester aus Stars, aus Experten der alten Musik, und diese Kombination ist großartig. Und das hat mich auch bewogen, hier in dem Verein zur Förderung der Barockmusik in Westfalen tätig zu werden und mit meinen zwei tollen Mitstreitern im Vorstand den ganzen organisatorischen Rahmen zu bilden für diese tollen Konzerte, die uns erwarten.